Hallo, liebe Kinder, gebt fein Acht. Wir haben euch etwas mitgebracht. Leise nun, ich öffne sie die Tür. Schaut mal, was ist das? Die Gestalt in Anzug und Maske gehüllt. Wo kommt sie bloß her? Ein Horror in diesem Keller. Ja, scheiße. Ah, ein Licht ist flackert. Da steht sie wieder. What? Ich sehe nicht recht. Was kommt da bloß? Ah! Willige Nerds warten nur auf Special Guests und Special Weiber, die es wert sind, mit solchen schnucklichen Nerds zu teleonanieren, zusammen zocken und Chips essen und Fettflecken aus dem Hemd bügeln. Ja, das machen die Nerds immer, Fettflecken aus den Hemden bügeln. Und sie meinen, es funktioniert. Sollte Ihr Nachbar Ihnen mal richtig auf die Nüsse gehen, habe ich genau das Richtige für Sie. Ein Hammer von Hammer. In verschiedenen Einschlaggrößen. Wir haben ihn in klein. Und wir haben ihn in groß. Mit Garantiebonus können Sie Ihrem Nachbarn auch die Zähne sanieren. Die Gestalt, sie spricht! Gaily Barber und die Rille. In einem kleinen, unscheinbaren, nach Rillen und Anussaft müffelnden Nest lebten ein, zwei warme Wiener Würstchen. Sie hießen Chlamydius und Gaily Barber. Ihr Vater, Geimeier Pohomo, verstarb früh. Jaja, die Pest, die Pest. Sein letzter Angeschwillter, leicht mußig nach Eichelkäse, im Abgang eilig, mundender Wille war es, dass jeder seiner warmen Freilufttennisarmrötler eine gut eingestielte, aber nicht ausgelutschte, trotzdem dennoch talentiert, bumsbare Krötenstreichlerin finden. Chlamydius fand auch schnell die seine. Er stielt hier eine mit seiner schwierigen, klüppligen Lanze ein und zog sie bewusstlos von dessen Gestank von dann. Gaily Barber war erfindungsreicher. Er setzte sich breitbeinig, aber nicht zu breit, auf das Dach des örtlichen Pissoirs, richtete seine, eine Angel mit einer phallusförmigen Banane daran aus und 6 Latten und 10 Viagra später biss auch eine an. Die nicht ganz so hübsche, aber immer noch erträglich, ja, an einem Sonntagmorgen mit einem dicken Kater und dem richtigen Licht recht bumsbaren Dorfhure Svetlana möchte schlucken. Sie lebten feucht, anrüchig und ewig in der Herrentagesstätte Eichel Ei Anus. Da war nicht nur 1001, meine Herren. Sie ist fertig. Was kommt nun? Sie bewegt sich. Ich glaube, ich gehe nun. Was klingt gefährlich da? Mein letztes Buch sehr stark. Ich halte es nicht mehr aus. Ich muss raus, aber ganz schnell. Ich drehe mich nochmal um. Oh Kraus, ein Gegenstand! Ich denke mir, nun aber lauf! Ah! Es hat mich voll erwischt und zerrissen. Continue! Warten wir es ab, bis wir es wissen.